Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tourismus Simulator. Und jawohl, wir sind hier völlig losgelöst von allen Problemen, weil wir haben nur noch zwei Aufträge. Und ich wollte jetzt hier mal schauen, ne, wir haben jetzt hier noch die beiden, Coralejo Antigua und El Matorral zu Castillo Caleta de Fuste. Ja, das sind so zwei Routen, die wir haben. Ich bräuchte eigentlich mal eine Legende. Ich weiß nicht mehr, was dieses Zeichen dazu bedeuten hat. Also dieser Brezel da, der querliegend ist, da ist ja der Dauerauftrag, aber dieses andere Zeichen weiß ich halt nicht mehr. So, und hier habe ich einen neuen Auftrag gesehen. Ich wollte das jetzt mal einfach mal checken. Gescheiterte Aufträge, hier, die hier. Coralejo Antigua und Antigua Ayui. Kann man den eigentlich, ne, ne? Die kriegt man nicht mehr wieder, ne? Schade, ey. So, abgeschlossene Aufträge haben wir hier. So, aber ich habe jetzt hier einen gesehen. Hotel Pineapple Club zu Bike Rental Cool Runnings. Das sind 25 Fahrgäste. Ah, das ist ein Shuttle Service. Das wäre ja vielleicht auch mal nicht schlecht, ne? Oder hier von Pineapple Airport, von Hotel Pineapple Club zu Airport, 23 Fahrgäste am 3.8. um 10 Uhr. Den nehmen wir mal an. So, den fahre ich selber. Und ich nehme den. Wieso kann ich den MAN Line City da unten nicht anwählen? Egal, dann nehmen wir den MAN Line City hier. So, zack, haben wir jetzt mal angenommen. Gehen wir mal Kalender schauen. Würde ich sagen, springen wir zum nächsten Termin, ne? Ja, einmal hüpfen. So, wir haben keine schlechten Nachrichten. Wir haben 10 Uhr gleich. Und ich muss wohin? Werde ich gleich herausfinden, wahrscheinlich. So, rein in den Bus. Mach mal auf den Laden hier. So, okay, Hammer. Tür zu. Warte mal, wo war denn jetzt genau hier? Shuttle. Was ist das? Halt, was? Okay, dann machen wir mal nichts. So, dann einmal starten, bitte. Einmal auf Drive, Parkbremse lösen und auf geht's. Zeigt ihr mir das jetzt an? Ich will's hoffen. Jawohl. So, sehr gut. Dann fahren wir mal darüber und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hier bewerkstelligen. So, jetzt muss ich erstmal mich an den großen Bus hier gewöhnen. Ich habe jetzt den extra genommen, weil 23 Fahrgäste, ne? Die wollen wir alle mitnehmen. So, rein in den Kreisverkehr. Und wenn ich jetzt gleich hier, wow, Vorsicht, auf der Straße bin, dann werde ich mal hier in die Außenansicht wechseln. Oh, herrlich, sehr schön. Okay. Dann fahren wir mal dahin. Ich hab keine Ahnung, wo ich da hin muss. Hotel Pineapple irgendwas. Keine Ahnung, wo das ist. Aber werden wir rausfinden.
kann ja nicht so weit weg sein, hoffe ich zumindest mal. Fahrt dauert 25 Minuten, also von daher. Was mich halt interessiert ist, wie kriege ich wieder diese Daueraufträge rein? Werden die halt immer wieder nur angeboten oder wie komme ich da am besten jetzt wieder dran an diese Daueraufträge? Damit ich, ne, ich habe jetzt Fahrer ohne Ende und ich will ja Geld verdienen oder vielmehr ich muss mal Geld verdienen. Von daher wäre schon mal interessant. Jetzt frag ich mich nur gerade, was zeigt denn hier? Achso, ich muss jetzt erstmal da hier. Wenn ich das richtig sehe, das ist ein bisschen irritierend jetzt gerade. Dann wird das Hotel wahrscheinlich irgendwo da hinten sein. Ich hoffe es doch jetzt mal, ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwann in der Pampa rumfahre. Ist halt immer so blöd, dass wenn man die ganze Strecke halt orange anzeigt. Na klar, logisch, dass er das macht, aber irritiert halt tierisch auf dem Navi, ne? Warte mal, wo ist die Uhrzeit? Da unten, 9.46 Uhr. Ja, easy, kriegen wir wohl hin. 10 Uhr müssen wir da sein. Ich würde nur gerne die Busse irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, lackieren oder beschriften. Das wäre nicht schlecht. Wenn alle so stumpf weiß oder orange aus, ist halt auch ein bisschen traurig. Wow, Vorsicht. Wir wollen hier keinen Crash bauen. Sind wir hier schon mal lang gefahren? Ich kann mich nicht an dieses Restaurant erinnern. Boah, das Hotel ist aber ganz schön weit im Landesinneren, kann das sein? Lixede Strandhotel. So, dann müssen wir uns glaube ich auch ein bisschen ranhalten, weil, ach, das könnte sein, ne? Zeit. Das könnte das Zeichen sein. Weil die Leute wollen ja alle zum Flughafen, ne? Pünktlich zum Flieger. Das könnte sein, ne? Dass das so ein Zeichen war für... Digga, du hast keine Zeit für Spielereien. Ja, das ist halt Shuttle Service, ne? Deswegen fahren die auch immer alle wie die Bekloppten, wenn in so einem Shuttlebus sitzt. So, Antigua angekommen. Sieht der Eiskalt durch, ne? Ich glaub's ja. So, einmal zu dem Hotel. Wie kommen wir denn da hin jetzt hier? Wo muss ich jetzt hier lang? Boah, ich ey, ganz ehrlich, ich peile die Streckenführung hier nicht, ne? Moment. Da ist das Hotel. Ja gut, okay, also ich muss hier rechts abbiegen. Gut, das haben wir schon mal richtig gemacht, hoffe ich mal. Ui! Der war aber auch mutig. So, unser erster Shuttle-Service-Auftrag, glaube ich, ne? Alter Schwede, hier stehen sie schon alle. Die ganzen Urlauber. Sehr schön. Alter, die wollen alle mit? Okay. Moment. Tür auf. Und rein mit euch. Hallo? Ach so.
Vielleicht soll ich beide Türen aufmachen. So, geht er jetzt mal da rein? Hallo? Oder muss ich hier irgendwas machen? Schönen guten Tag. Die wollten alle hier mit. Muss ich hier irgendwas machen? Ah, hier, guck an. Ah, ich kann die Dinge hier aufmachen. So, jetzt? Alter, was ist denn hier los? Jetzt, Alter, jetzt muss ich hier jeden ungültiger Fahrgast. Was? Moment. Wie heißt die denn? Wo sehe ich denn das? Alter, Isabel Anderson. Ja, die ist korrekt. Okay, Hammer. Hallo, kann ich Sie jetzt hier befragen? Entschuldigung. Geht ihr jetzt mal da rein? So, wer ist das? Naomi Conti. Ja, steht drauf. Ey, das ist ja, boah, krass. Die muss, da muss wir mit jedem hier noch mal so persönlich quatschen. Ja, irgendwie aber auch geil, ne? Ich muss jeden Einzelnen kontrollieren. So, wer ist das? Ines Armstrong. Ja, ist drauf. James Walker. Steht auch drauf. Lina Blair. Steht drauf, ja. Jack Connor. Der steht auch drauf. Julia Colombo. Ah, er musste jetzt auch noch jeden hier abgucken. Also hier, ne? Julia Colombo. Ja, die stehen leider nicht auf meiner Liste. Ciao. Wo hänge ich denn jetzt hier? Okay. Wen haben wir hier? Antonio Bruno. Steht auch nicht auf meiner Liste. Ciao. Was ist mit dir hier? Oscar Smith. Du stehst drauf. Rein mit dir. Maria Garcia. Maria Garcia, ole. Die darf mitfahren. Maria Garcia ist am Start. Lucy Young. Lucy Young. Lucy Young, Sie sind leider nicht mit von der Partie. Ciao. Alice Thompson. Kommt mit. Wer ist das? Mattia Greco. Ist auch am Stissel. Jawohl. So, was mit Ihnen hier? Maria Müller. Das ist eine Deutsche. Maria Müller darf aber mit. So, wer ist das? Eric Jameson. Ist voll am Start hier. Aurora Russo. Das ist irgendwie ganz cool, ne, dass du hier auch noch jeden hier abfragen musst. Was mit dir? Phoebe Murray. Wo sind sie? Voll mit von der Partie, jawohl. Linda Zimmermann darf auch rein. Das frisst aber auch leicht viel Zeit, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Carlos Hernandez.
ist auch mit von der Partie. Hier die Stretch Oma, Laura Lopez. Laura Lopez. Frau Lopez ist mit dabei. Christina Krüger. Wo haben wir sie? Christina Krüger, für dich habe ich leider kein Foto heute. Ciao. Nathan Carter. Nathan Carter ist auch nicht mit von der Partie. Leider, leider, leider gar nicht. Mancini ist voll mit das am Start. Schönen Tag. So, jetzt haben wir noch zwei. Ja, das dürfen ja die beiden hier sein. Pedro Sanchez. Ja, ist mit dabei. Und wer bist du? Grace Brown ist auch mit dabei. Lucy Young fehlt mir irgendwie noch. Aber ich habe 23 Leute, also von daher alles gut. Oder wer kommt hier noch angewackelt? Entschuldigung, kann ich hier nochmal anquatschen? Nee. Irgendwie nicht. Okay. Aber wir haben 23 von 23. Sollte also heißen, wir sind am Start. Machen wir Tür zu hier. Dann würde ich sagen, fahren wir los. Auf geht's zum Airport. Ey, das ist aber cool. Das macht irgendwie... Entschuldigung? Was soll denn das? Ist es jetzt eben dein scheiß Ernst oder was? Digga, was machst du denn da? Hör doch mal auf damit. Jetzt kann ich wegen dem hier einen scheiß Rückwärtsgang reinmachen, nur weil der nicht Auto fahren kann. Alter, du siehst doch, dass ich da um die Ecke komme. Fahr, geh weg. Jetzt mal im Ernst. Also manchmal KI, ne, kannst du komplett vergessen, ne? Fahren sich einen zurecht. So, wann müssen die denn... Oh, Entschuldigung. Wann müssen die denn am Flughafen sein? Ja gut, wir haben jetzt gerade mal 10.11 Uhr, ne? Also das ist jetzt... Das ist gar nicht so lange gedauert, krass. Ey, ganz ehrlich, gefühlt hat das jetzt eine halbe Stunde gedauert. Aber so eine Shuttle-Nummer macht Bock. Also ganz ehrlich, das ist cool. Das gefällt mir. Ey, ich muss mal aber auch hier mal ein bisschen rumgucken und muss mir mal hier so ein paar Gebäude angucken und sowas. Oder freischalten oder wie auch immer. Ich muss da mal mehr aussteigen. Diese Buggy-Teile muss ich ja noch irgendwann mal finden, ne? Aber erstmal muss ich hier so ein bisschen mehr Flow reinkriegen. Ich brauche ein paar mehr Strecken, wo ich Fahrer draufsetzen kann. Also Dauerfahrten. Und es wäre halt eigentlich auch ganz cool, wenn man mal so ein bisschen den Überblick bei den Bussen behalten würde, ne? Also ich glaube, einmal ist jetzt ein Auftrag gescheitert, weil ich dann den Bus hatte und den dann nicht rechtzeitig zurückgegeben habe, weil ich nicht wusste, dass ich den Bus habe. Also dass es der Bus war, der da hingehört. Das ist halt immer so ein bisschen, wo ich mir denke, ja toll. Deswegen will ich jetzt erstmal auch den MAN hier behalten. Wenn wir nämlich Routen fahren mit dem kleineren Bus, dann hast du nämlich immer das Problem, dass du halt die Hälfte der Leute nicht mitnehmen kannst irgendwie. Ja gut, schau mal, kriegen wir alles hin. Ich weiß auch nicht, was es dann noch so für verschiedene Busse gibt. Oder gibt es ja überhaupt noch mehr verschiedene Busse, weiß ich nicht. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir die Leute jetzt, die Peoples hier alle mal rechtzeitig zum Flughafen noch kriegen.
Aber es ist halt auch wieder so ein Ding gewesen, ne? Jetzt mit dem Shuttle. Ich wusste gar nicht, was ich da zu tun hatte. Also eigentlich war ich jetzt schon froh, dass ich von der Zeit her relativ früh dann da war. Das hat doch nicht ganz so viel Zeit gekostet, ne? Also von meiner Fahrzeit wahrscheinlich. Ich, keine Ahnung, wann die dann da sein müssen. Aber der Flughafen ist ja schon hier vorne, also von daher alles gut, kriegen wir wohl hin, denke ich mal. Muss man jetzt gleich aufpassen, wo ich abbiegen muss. Oh, oh, oh. Vorsicht beim Herumspielen mit der Kamera, ey. Man muss echt aufpassen. So, und jetzt die Frage, halten die dann auch direkt vorm Terminal? Mein, würde ja Sinn machen, ne? Anstatt nach da hinten zu fahren, wo du die Leute dann abholst. Schauen wir jetzt. Da bin ich immer gespannt jetzt. Wo wir jetzt hier am Flughafen halten. Es ruckelt irgendwie so gefühlt. So, okay, wir sind am Flughafen angekommen, Freunde. Ah ja, guck an, wir halten tatsächlich direkt hier am Terminal. Irgendwo hier drüben. Da ist doch unsere Haltestelle. Cool. Ja, geil. Das hatten wir auch noch nicht. Wo muss ich lang? Da lang, Bus. So, dann wollen wir mal gucken, ey. Ich finde das aber auch ganz cool, dass du dann hier unten die Ladebox dann quasi oder den Laderaum aufmachen musst. Das hat was, ne? So, Shuttle-Service-Ergebnis: 20 gültige Fahrgäste, Transport 1 ungültigen, 3 gültige Fahrgäste zurückgelassen. Was? Okay. War jetzt nicht so gut, war. Warte mal, ich muss hier mal unten mal wieder aufmachen, damit die hier an der. Halt. Gib mir doch mal da aus der Sonne, was soll denn das? Wieso geht das jetzt hier nicht auf? Aber die Tür dazu ist oder was? Warte. Nee. Ich würde zweimal schließen. Also. Ich glaube, alle sind mit dem Koffer weg. Sehr cool. Richtig nice. Also das hat mir echt gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Yeah. Stylish. Ja, sehr gut. So, und jetzt müssen wir mal. Einmal zurück. Wir beamen uns mal eben zurück. Kein Bock jetzt dahin zu fahren. Na komm, in mein Büro. Büro. Oh ne, so Viereck. Was? Schnellreise, ja. Ciao. So, da sind wir auch schon wieder. Nein. Hör auf. So, dann gucken wir jetzt mal. Halt. Wie sieht es denn hier aus? Schichtplan, das ist okay, ja. Aber, ne, warte mal. Schicht. Shuttle Service, keine Routen.
Tja, okay, das war tatsächlich nur so eine einmalige Geschichte, oder? Neue Aufträge. Wir brauchen sowas als Dauerschleife, Freunde. Wir brauchen sowas als Dauerschleife. Linie Gran Tarell nach Ayui. Kurz, okay. Das nenne ich kurz. 4 Stunden, 10 Minuten. El Matorral Airport ist auch wieder so eine Nummer. Dann hast du hier noch, also das sind alle Shuttle-Fahrzeuge. Ne, das ist eine Linie. Okay. Eine 10-Minuten-Linie. Und hier haben wir nochmal Hotel Pineapple Club zum Bike Rental Cool Runnings. Auch ein Shuttle. Gut. Aber wie komme ich wieder an diese Daueraufträge? Das frage ich mich. Ich brauche eine kurze Fahrt. Gut. Egal. Gucken wir in der nächsten Folge mal nach. Ich glaube, mit meinen Mitarbeitern, das dürfte soweit erstmal am Start sein. Wie viel haben wir? Marlene Stenzel, Amadeus Runge, Nils Reis, Linnea Hermann, Saskia Drechsler. Ach ne, Nils Reis ist der Mechaniker. Gut, aber wir haben trotzdem 4 Fahrer und 2 sind auf Dauerschleife gerade. Das ist natürlich echt ein bisschen doof. Egal, kriegen wir hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren und bewerten. Vielen Dank dafür. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was wir dann hier machen. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.